komme gerade echt nicht auf mein Leben klar. Ich freue mich so. Ich bin sogar aufgeregter als du, Genie. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich muss euch was erzählen. Und zwar wissen die meisten ja, dass meine Mutter auch ein Pferd hat. Eine Schimmelstute, die Bonita heißt. Und ich wollte halt eigentlich mit Genie in Bonita-Stall kommen, dass Bonita und Genie eben zusammenstehen. Aber bei Bonita ist im Offenstall leider kein Platz frei. Jetzt haben wir aber eine Möglichkeit bekommen, dass Bonita und Genie endlich zusammenstehen können. Und das ist auch ein großer Offenstall. Ich freue mich total, dass die beiden sich jetzt endlich mal kennenlernen. Und ich bin total aufgeregt. Wir können ja mal kurz schauen, wie es Genie geht. Und zwar hier in der App von der Hängerkamera. Da ist sie. Also sie steht ganz ruhig und frisst ihr Heu aus dem Heunetz. Sie ging auch total brav in den Hänger rein. Wir fahren jetzt in den neuen Stall und ja, bis gleich. Steht jetzt hier erstmal in der Box und die ist sehr, sehr groß. Also da kann sie sich hinlegen und rumlaufen, wie sie möchte. Sie hat jetzt erstmal hier ein ganz schön großes, volles Heunetz bekommen und frisst erstmal. Ja, sie hat sich gerade schon mal ausgetobt in der Halle. Bevor Genie integriert wird, also das heißt, dass sie halt in die Stutenherde kommt, steht sie jetzt hier noch in der Box. Eine Mausi. Sie frisst gerade genüsslich ihr Heu. Es kommen auch ab und zu mal andere Stuten hier vorbei, weil die laufen ja frei rum. Aber Genie ist jetzt hier in einer Box und die ist sehr, sehr groß. Also da kann sie sogar Runden drin traben und sich gut wälzen und so. Sie hat auch gerade schon hier aus ihrem Trinknapf getrunken. Hat auch ganz viel Stroh. Das mag sie auch immer ganz gerne. Nicht, Schatz? Also, Genie-Maus ist total friedlich
Und wenn andere vorbeikommen, versteht sie sich, also bisher hat sie sich mit allen verstanden. Auf jeden Fall kommt morgen dann Bonita. Wird hier auch einziehen. Schmeckt. Oh, ich freue mich total. Ja, auf jeden Fall kommt morgen halt Bonita und dann bin ich gespannt, ob sich Genie und Bonita verstehen werden. Ja, also wir fahren jetzt leider wieder nach Hause, aber wir kommen ja morgen wieder und dann mit Bonita. Tschüssi. Hab dich lieb. Ich schlaf gut.